Ja, Putins Oligarchenfreunden werden die Yachten weggenommen. Putins Gasfreund Gerhard Schröder, jetzt die Mitarbeiter. Der Staat und also die Steuerzahler sollen Schröders Privilegien als Altkanzler nicht länger finanzieren müssen. Büro, Personal, wir reden hier von rund 400.000 Euro Kosten im Jahr. Das soll nach Bildinformationen an diesem Donnerstag im Haushaltsausschuss beschlossen werden. Ein beispielloses Vorgehen in der Geschichte der Bundesrepublik gegen einen ehemaligen Kanzler. Gerhard Schröder, Altkanzler, Gaslobbyist und Putin-Freund. Seit 2005 genießt er das Altkanzlerleben. Fette Rente, viele Mitarbeiter. Doch damit ist jetzt Schluss. Nach Bildinformationen geht's Gerhard Schröder jetzt an den seidenen, Putin-finanzierten Kragen. Mitten in Berlin, 1A-Lage. Hinter mir ist das Brandenburger Tor und hier ist unter den Linden 50 das Büro von Gerhard Schröder. Sein Altkanzlerbüro in einer 1A-Lage. 5 Mitarbeiter hatte da oben schon seit 2005. Die verlieren jetzt aber leider ihren wunderbar bezahlten Job. Denn die Ampelkoalition greift durch. Alle seine Angestellten raus. Keine Mitarbeiter mehr für Gazprom, Gerd. Unfassbar, für diese behaglichen Räumlichkeiten und das Personal zahlte die Staatskasse im vergangenen Jahr satte 407.000 Euro. Finanziert von den deutschen Steuerzahlern. Bereits seit April plant die Bundesregierung, wie sie Schröder die Mitarbeiter streichen kann. Jetzt macht auch die Union offiziell Druck mit diesem Antrag für den Haushaltsausschuss am kommenden Donnerstag. In diesem fordern die Christdemokraten die Streichung der Amtsausstattung von Gaslobbyist Gerhard Schröder wegen seiner Russlandnähe. Neben den Mitarbeiterstellen sollen auch die Haushaltsmittel für Versorgungsleistungen und Reisekosten wegfallen. Einzig den Personenschutz soll Schröder behalten dürfen, so der Unionsantrag. Notwendig dafür ist die Zustimmung der Ampelkoalition. Und es scheint, als steht alles auf Grün. Es ist das bisher härteste Durchgreifen der Regierung in der Causa Schröder. Bereits im vergangenen Monat forderte Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner die Personalstreichung. Es ist für mich nicht mehr vorstellbar, dass für ihn ein Büro vom Steuerzahler gestellt wird. Ehemalige Inhaber von Spitzenämtern, die offenbar an der Seite verbrecherischer Regierungen stehen, können nicht auf die Unterstützung dieses Staates zählen. Zuvor sorgte der Altkanzler Deutschland und weltweit für Empörung mit seiner Russlandnähe. Kurz vor Beginn von Putins blutigem Angriffskrieg in der Ukraine wirft der Altkanzler dem Westen Säbelrasseln vor. Trotz Putins Bomben, die täglich unschuldige Ukrainer ermorden, behält Gazprom-Gerd seine Aufsichtsratsposten, auch bei Rosneft. Neben seiner fetten Altkanzlerrente ein Millionen-Nebenverdienst, direkt aus der russischen Staatskasse. Nachdem der Druck aus der deutschen Politik wächst, fliegt der Altkanzler selbst zu seinem Freund, dem Kreml-Tyrann Putin. Inszeniert sich als Friedensengel. Unvergessen der bizarre Post von Schröder-Gattin Kim. Ende April dann das sonderbare Interview mit der New York Times. Bei viel Weißwein plaudert Putin-Lobbyist Schröder über seine Freundschaft zum Kreml-Tyrann. Das Bild, das die Menschen von ihm hätten, sei nur die halbe Wahrheit. Während Putin weiter Bomben auf die Ukraine wirft. Wir wollen das Schröder-Büro konfrontieren. Hallo. Das war nichts. Die wollten nicht mit uns sprechen, obwohl sie im Haus sind. Zum Mitarbeiterrauswurf will sich heute niemand äußern. Kein Statement aus dem Büro von Gaslobbyist und Putin-Freund Schröder. Still ruht der See. Daran sollte sich die Bürogemeinde Schröder wohl jetzt gewöhnen. Und wir reden darüber mit Bildpolitikchef Jan Schäfer, der uns zugeschaltet ist. Jan, was sind die Hintergründe? Wieso kam jetzt der Durchbruch tatsächlich zu streichen? Wir haben das in dem Beitrag von Viktor Wachs ja gerade ganz ausführlich auch gesehen. Es gibt seit Monaten, muss man schon sagen, massiven Unmut über Gerhard Schröder, seine extreme Nähe zu Wladimir Putin. Und dieser Unmut hat sich nach Beginn des Krieges, des Angriffskrieges auf die Ukraine durch Wladimir Putins Truppen nochmal verstärkt. Und Gerhard Schröder stehen derzeit bis zu 7 Mitarbeiterstellen zu, die der Steuerzahler bezahlt, und bis zu 6 Büroräume. Und nach unseren Informationen gab es also jetzt heute das entscheidende Gespräch der Ampelverantwortlichen. Es wird am Donnerstag entschieden werden, dass Gerhard Schröder auf Büro- und Mitarbeiterstellen künftig keinen Anspruch mehr hat. Hm.
Man fragt sich ja bei der Gelegenheit, Jan, was machen eigentlich diese Altkanzler beispielsweise und die ganzen Mitarbeiter, auch Angela Merkel, die ja jetzt Altkanzlerin ist? Oder denken wir an die ganzen Bundespräsidenten, ein Joachim Gauck, ein Horst Köhler, ein Christian Wulff, die nebenbei bemerkt ja auch noch ihren lebenslangen Ehrensold von 200.000 Euro haben. Was machen die eigentlich den ganzen Tag noch für den Staat, dass sie so viele Mitarbeiter brauchen? Das ist eine sehr berechtigte Frage, Thomas. Und es war bisher in Deutschland Tradition, dass man dem Bundeskanzler und auch den Bundespräsidenten, die dann nicht mehr im Amt sind, zugestanden hat, dass sie noch einen gewissen Bürostab behalten. Denn es gibt natürlich noch viele Anfragen für Vorträge beispielsweise, für Reden, die gehalten werden sollen. Zum Teil auch repräsentative Auftritte. Christian Wulff tritt ja auch im Ausland immer mal wieder in Vertretung beispielsweise des amtierenden Bundespräsidenten auf. Also von daher gibt es Aufgaben, die ausgeführt werden. Und für diese Aufgaben hat sich, die Bundesregierung haben sich Koalitionäre überlegt, gibt es immer eine gewisse Apanage für das ehemalige Regierungsoberhaupt oder den ehemaligen Bundespräsidenten. So, und das ist unabhängig von dem Sold, den der ehemalige Bundeskanzler oder Bundespräsident ohnehin erhält. Aber, und das ist natürlich jetzt zu diskutieren, wenn ein Bundeskanzler dann schon 17 Jahre, wie bei Gerhard Schröder, außer Dienst ist, ist wirklich die Frage, ob er noch so einen großen Stab braucht. Und im Fall von Gerhard Schröder ist natürlich dann sowieso ganz klar, der verdient Millionen in Russland. Der braucht das, was ihm der Steuerzahler hier in Deutschland zur Verfügung stellt und bezahlt, überhaupt nicht. Jan Schäfer, vielen Dank für die Einordnungen.